Ja, moin! Freunde, es ist endlich soweit. Planet Coaster 2 ist verfügbar. Unser Park heißt der Hackfleischhassende Zarka. Wer da jetzt noch reingeht, ist halt auch selber schuld. Moment, Leute, so habe ich es nicht gemeint. Jetzt gehen die alle wieder nach Hause. Planet Coaster 2 ist ja ein Game, wo wir unseren eigenen Freizeitpark gestalten können. Jetzt ist halt die Frage, was ist eigentlich neu an Planet Coaster 2 und welches neue Potenzial für Schabernack stellt ihr? Und ich finde, das Spiel fasst das eigentlich während dem Startup-Bildschirm ganz gut selbst zusammen. Planet Coaster 2 enthält potenziell gefährliche Handlungen der Gäste in der Nähe von Gewässern. Bitte probiere diese nicht selbst aus. Danke für die Info, wir machen jetzt Blödsinn mit Gewässern. Man kann hier nämlich mittlerweile seine eigenen Pools erstellen mit allen möglichen Extras und Firlefanz. Und die anderen Neuerungen sind Rutschbahnen. Leute, ich finde es gut, dass diese eine Rutsche euch jetzt alle motiviert hat, hier reinzukommen. Da ist weder ein Mitarbeiter, noch könnt ihr euch bis jetzt umziehen. Aber ich danke euch für den Eintritt. Aber ein paar Servicegebäude später können die Leute unseren Park jetzt auch benutzen. Das Problem ist nur, der ist stinklangweilig. Ich würde gerne diese absolute Pupsrutsche, die wir hier am Anfang haben, nochmal nehmen. Aber was hält mich denn davon ab, einfach mal zu sagen, so, du kommst jetzt in den Himmel. Diese Idee ist vielleicht verrückt genug, uns alle umzubringen. Also ich glaube, das hier müsste das Höchste sein, was möglich ist. Jetzt müssen die Leute, damit ich das Ganze eröffnen kann, im Pool landen. Die Frage ist, wie klein kann ich diesen Pool machen? Also so wie es aktuell aussieht, lässt sich diese Rutschbahn eröffnen. Kann ich jetzt diesen Auffangpool einfach noch ein bisschen kleiner trimmen? Ja, ein Stückchen kleiner geht noch. Also zumindest von meinen Tests sieht das so aus, als würden die Kollegen immer genau da drin landen. Das wird nichts. Dann verbinden wir das Ganze noch mit einem Weg und jetzt sollten die Leute das fahren können. Ich meine, ich weiß nicht, warum die hier rutschen sollten, ne? Aber sie können sie jetzt theoretisch und wir locken sie an mit ganz viel zum Fressen. Ich musste jetzt ein bisschen herumtesten, aber wir haben es geschafft, dass die Leute reinkommen. Die Maximalhöhe war zu hoch. Ich musste das jetzt langsam runtertesten, ne? Bis das der Nervenkitzel genauso an dem Limit war, dass die Leute das noch fahren, aber trotzdem scheiße finden. Ich finde es auch gut, wie unsere Besucher wirklich aus ihrem normalen Pool rausgehen, extra hier rüberlaufen, um hier drin zu planschen, wo euch gleich die anderen Besucher auf den Kopf drauf springen. Wir gönnen uns das Ganze mal in der Gästekamera. Ich finde es gut, dass die Leute direkt so abgehen auf das Dümmste, was ich hier potenziell bauen könnte. Jetzt ist meine Frage, wenn die Leute hier in so einen Random-Ass-Pool reinspringen, egal wo der sich scheinbar befindet, ergibt das dann nicht komplett neue Möglichkeiten wieder für uns? Ich muss mal kurz für ein Experiment eine Kleinigkeit vorbereiten. Es tut mir jetzt leid, Leute, dass ihr hier in meinem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen müsst, ne? Aber das scheint zu funktionieren. Wir können die Leute durch die Rutschen hier irgendwo in der Pampa aussetzen, egal wie weit der Rückweg ist. Hauptsache, die erreichen irgendeinen Pool über diese Rutsche. Das bringt mich gerade auf ganz dumme Ideen. Gebt mir mal kurz ein Momentchen. Ich möchte mich im Voraus bei allen Besuchern unseres Parks entschuldigen für das, was ich euch jetzt zeige. Zu heftig eingeschissen. Ja, ich habe eventuell die Backrooms gebaut. Finden meine Besucher doch super. Ich hatte den Park auch zwischenzeitlich geschlossen, deswegen sind da jetzt auch manche drin stuck und finden einfach überhaupt keinen Weg mehr heraus, ne? Aber die neuen Leute dürfen sich jetzt das ganze Erlebnis gönnen. Hier bekommt sogar noch ganz viele Umkleideräume, ne? Dass ihr so schnell wie möglich euch den Horror geben könnt. Falls ihr euch übrigens fragt, wie man in die Backrooms reinkommt, dafür ist immer noch dieser kleine Schlitz hier oben zuständig. Da werden die Leute nämlich von hier oben aus reingeheatet. Das Ding ist, wir haben hier einige Besucher, die in die Backrooms reingehen. Es werden aber nicht alle den Weg auch wieder hinaus schaffen. Zwischen den einzelnen Räumen habe ich nämlich jeweils auch nochmal Rutschen hingesetzt. Jetzt haben aber nicht alle Besucher immer Lust zu rutschen und merken dann so, es gibt ja gar keinen anderen Ausweg mehr. Ja, das sind dann die, die ewige Müll rumschreien dürfen. Ach, guck mal, da hat mal einer Bock auf die nächste Stage. Wo die Leute auch schon wieder stuck sind. Aber wir wissen ja, dass es einen Weg hier raus gibt, ne? Also das sind einfach die Leute mit dem schwachen Mindset und die können wir auch opfern. Dazu habe ich herausgefunden, dass es jetzt so bewegliche Plattformen gibt. Und es ist möglich, eine bewegliche Plattform auf eine bewegliche Plattform draufzustellen. Und deswegen können wir den Leuten hier den Horror mit 20 km/h ins Gesicht schleudern. Super Idee! Ach, guck mal, da ist ja unser Neuankömmling. Ah, der fühlt sich unwohl. Aber ich glaube, der ist auf dem Weg zur nächsten Stage. Alter, das ist ein richtiger Macher. Eugen McMahon, du bist Eugen McMacher. Also Eugen, nimm uns mal mit zur nächsten Stage. Unser Eugen freut sich, der hat jetzt schon den Ausgang gefunden. Aber da ich diese Backrooms gebaut habe, weiß ich jetzt auch schon, Eugen, du hast gerade maximal reingeschissen. Ja, gönn dir mal die Rutsche, ne? Da passiert bestimmt nichts.
Jens. Alles gut bei dir, Eugen? Alles easy? Mit deinem 3-Meter-Zinken? Woher kommt ihr beiden? Aus Rübennasenhausen? Wir haben halt hier 3 Becken. Einmal das richtige, einmal eins, wo man nur ganz kurz brennt, dann aber raus kann und dann eins, das umgeben ist mit Kaufautomaten, wo die Leute jetzt bis in alle Ewigkeit schmoren. F in den Chat für Eugen. Sag mal, seid ihr eigentlich alle dämlich, als ob die jetzt alle genau da reinspringen? Es haben schon 1900 Leute den Park betreten. In unserem Park gibt es legit nichts zu tun, außer in die Backrooms zu gehen. Heißt, bis jetzt ist hier einfach noch keiner angekommen. Oh, jetzt droppen aber auch langsam die ersten richtigen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das, was danach kommt. I mean, die Laser, die hier durchfahren, sind nicht tödlich, ne? Aber sieht cool aus. Und dann haben wir die letzte Stage, die komplett überfüllt ist, weil die ganzen Vollidioten rückwärts in die Backrooms reingehen. Aber irgendwo musste ich halt auch einen Ausgang machen, ne, wo man mal wieder zurück zum Park laufen kann. Ich meine, die Leute, die jetzt nicht gerade in der letzten Stage sind, finden wahrscheinlich den Park nicht ganz so lustig. Oder man ist ein Optimist wie der Barry, ne? Alles komplett beschissen und da ist er zufrieden. Ich will das jetzt trotzdem versuchen, so hinzubekommen, dass die Leute hier nicht verkehrt herum in die Backrooms reinlaufen können. Ist das vielleicht umsetzbar mit einer Runde Autoscooter? Hä? Ich verstehe das nicht, ja. Das klingt jetzt erstmal dämlich, aber es gibt hier einen vorgegebenen Eingang und Ausgang. Heißt, die Leute können von der einen Seite reingehen, aus der anderen Seite raus, ne? Wir haben hier quasi eine Einbahnstraße. Das Problem ist nur, ich glaube, nur die Personen, die jetzt gerade irgendwo da hinten die Backrooms betreten, haben überhaupt das Pathfinding, um hier theoretisch wieder rauszufinden. Das ist wie mit den Rutschen, ne? Manche wollen gar nicht mitfahren und manche checken halt gar nicht, dass die Rutschen anwesend sind. Weil die Leute, die jetzt schon vorher stuck waren und schon gemerkt haben, so scheiße, hier gibt's keinen Ausweg mehr, die, glaube ich, nehmen gerade dieses Fahrgeschäft auch nicht wirklich wahr. Die gehen hin und wieder zurück. Die Verwirrung wird all jene verwirren. Aber guck mal, wenn ich es gratis anbiete, dann gehen zumindest ein paar Leute raus, die halt eben dieses neue Pathfinding schon haben, ne? Der Rest checkt hier immer noch nicht, was abgeht. Also die NPCs realisieren schon irgendwie, hey, es existiert ein Weg raus, ne? Weil nur noch die allerwenigsten sind hier wirklich am Panikschieben, aber die checken halt überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ja, probiert's mal nochmal mit Schwimmen, ne? Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ich glaube, wir haben hier auch noch Leute, die theoretisch aus den Backrooms rausfinden würden, aber die blockieren sich hier halt einfach gegenseitig. Mädel, aus dem Weg! Letzte Gedanken, Bailout sieht alt aus. Alles klar, die kritisiert erstmal die einzige von den 3 Rutschen, bei denen sie überleben würde, ne? Also vielleicht ganz gut, dass die da hinten stuck ist, die ist sowieso zu dämlich, um hier irgendwas zu überleben. Aber wenn wir hier schon so viele Leute gefangen nehmen, ne, dann sollten wir das Ganze auch kommerziell ausschlachten. Das gehört ja schon quasi zum guten Ton dazu. Oh, da ist gerade wieder einer durchgeflutscht, ne? Und dann noch einer. Guck mal, theoretisch kommen die hier schon noch rein. So, für euch gibt es jetzt einmal die Pimmelwurst. Mit extra Senf und Ketchup, damit es auch schön teuer wird. Ja, wer keinen Bock hat auf Pimmelwurst, muss in den nächsten Raum. Es gibt hier so einen vorgefertigten veganen Laden. Damit können wir die ganzen Boomer abschrecken und dann rennen die schon mal zum nächsten Raum. Ne, man muss die Leute ja auch ein bisschen motivieren. Jetzt, wo man den ganzen Park nicht mehr rückwärts laufen kann, haben wir die Leute wirklich komplett darauf eingeschränkt, sie müssen sich hier einmal reinstürzen und sonst kann man eigentlich nichts machen. Und unbedingt als Freizeitpark geht das ja dann auch nicht durch, wenn wir einfach nur Rutschen haben. Mindestens ein Fahrgeschäft sollte also drin sein. Es gibt ja hier wirklich viele verschiedene und auch coole Rides. Heißt, wir nehmen nichts davon, sondern die Go-Karts. Die sind hier als Fahrgeschäft aufgelistet und damit machen die meinen Park komplett. Auch wenn meine Go-Karts irgendwas gegen Epileptiker haben. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, ne, ich will nicht nur eine Go-Kart-Strecke bauen, damit wir eben auch irgendwelche Fahrgeschäfte haben. Ich habe da schon noch eine andere Intention. Es ist im Moment so, dass viel zu viele unserer Besucher sich hier am Rand an diesem Gehweg aufhalten. Und das geht, finde ich, gar nicht, weil ich habe das Wasser doch extra so schön spaßig gebaut. Ich finde, es ist hier eindeutig die einzige logische Konsequenz, alle Leute über den Haufen zu fahren. Wenn man die Länge der einzelnen Abschnitte anpasst, dann kann man das hier relativ genau einstellen, wie hoch diese Straße auch ist. Heißt, wir können es genau so machen, dass sie das Ganze hier noch als Gehweg erkennen und auch unterwegs sind, aber trotzdem über den Haufen gefahren werden. Das ist für die Leute hier quasi früh Zugang zu GTA 6, weil da macht man doch auch nichts anderes, außer die ganze Zeit Leute zusammenfahren. So, und dann wieder zurück zum Start. Ja, ja, meine Mitarbeiter fühlen sich miserabel. Alter, wer hat denn eigentlich gefragt? Dann locken wir die ganzen Menschen wieder an mit Automaten, dann geben die uns auch nebenbei gleichzeitig Geld, während wir sie anheuern, um Leute zu überfahren. Preis machen wir wieder gratis, ne? Hier bezahlt man mit seiner Seele. Als ob die Autos jetzt weiter die ganze Zeit ihren Anfall haben, während die hier am Rumfahren sind. Was ist denn los mit euch? Okay, ich muss nur das Game kurz neu starten. Und die halten sich aber auch nicht zurück. Jawohl, durch die Kinder durch. Jawohl, und die zweite Runde startet direkt. Auf geht's, Leute, bis das keiner mehr steht. Ich meine, damit haben wir jetzt immer noch kein vernünftiges Fahrgeschäft, ne? Aber die Leute sind happy. Wir haben eine Szeneriebewertung von 5 Sternen, einfach weil jede einzelne Wandplatte, aus der der ganze Bums hier gebaut ist, als einzelne Szenerie gilt. Kurz gesagt, das hier ist das Ästhetischste, was sich meine Besucher auch nur ausdenken können. Sie sind unglaublich hässlich. Und damit bin ich erstmal happy mit dem Park. Wenn du jetzt sehen willst, wie wir noch mehr Bullshit in allen möglichen Videospielen machen, dann lass gerne ein Abo da. Außerdem habe ich noch 2 weitere Channel, die sind hier gerade irgendwo eingeblendet. Würde mich mega freuen, wenn ihr denen auch eine Chance gebt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!